So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Ja, letztes Mal wurden wir zerlegt. ich weiß nicht, ob ich das weiter probieren soll. Mit hier... Wer war's? Lazarus. Mit Lazarus den Hard Mode. Ich würde sagen, einmal probieren wir es noch. Ne? Wir gucken mal. Guck mal, das steht... ich wollte schon sagen, wir starten auf jeden Fall dann, wenn entweder die Pillen gut sind oder wir ein Item bekommen. Jetzt haben wir erstmal ein Tears Up. Damage Down ist dabei, aber Tears Up ist da. Also, ja, wir gucken mal. Hier ist nichts zu holen. Es sind übrigens noch, oh, das ist auch nice. Es ist im Übrigen noch jetzt nicht so, dass ich die Kommentare schon lesen konnte. Na, ich nehme direkt nach der nächsten alten, nach der anderen Folge auf. Das wollte ich sagen. So. Okay. Die ersten Gegner. Gleich mal treffen lassen. Wie wär's damit? Also jetzt brauchen wir halt wieder. Also. Tears Up ist schon mal großartig, ne? Jetzt brauchen wir halt wieder Damage. So, das ist das Ding. Geschwindigkeit ist auch super. Also den Huf werde ich möglichst lange behalten. Bis was Besseres kommt. Oder ein Trinket, was ich nicht kenne, weil dann muss ich rausfinden, was es macht. Das ist natürlich immer schwierig dann, ne? Das ist dann natürlich immer schwierig, wenn man nicht weiß, was es tut. Ob es wert ist, das mitzunehmen oder das andere zu behalten. Das ist halt immer so das Problem. Oh, da gab es einen Herzdrop. Nice. Und einen Schlüssel. Was mich schon wieder zu der Frage bringt, also wenn wir zwei Schlüssel hätten, würde ich am Ende vom Boss probieren, wieder diese Tür zu öffnen. Aber wenn ich nur einen Schlüssel habe, würde ich es mir lieber für den nächsten Itemraum aufheben. Um ehrlich zu sein. Ne? Oha. Okay. Okay, zwei Schlüssel. Oh, okay. Ich müsste eigentlich schnell genug sein. Und wenn ich die gedrückt habe, dürfte das Feuer normal werden, ne? Ja, nice. So. Lol. So. Dann holen wir uns kurz unsere Herzchen zurück. Nice. Irgendwo war doch ein halbes Herz. Da. Optimal. Und dann gehen wir zum Boss. Und gucken mal. Okay, Duke of Lies. Nichts Neues. Kennen wir schon. Der macht mir jetzt hoffentlich auch keine Probleme. Ich meine, gegen die Fliegen dürfte ich mit den schnellen Tiers eigentlich ganz gut zurechtkommen. Mach das mal nicht, Kollege. Ciao. Das war das. Nice. Also Tears und Shot Speed Up macht das nochmal viel besser. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Ja. Okay, also irgendwie so ganz nützlich erscheint mir dieser Raum bisher nicht. Aber vielleicht muss man ja jeden Bossraum öffnen. Um am Ende irgendwas freizuschalten, ne? Das kann ja sein. So, ich weiß es ja nicht. Vielleicht gehört das zum neuen Weg, dass man immer diesen Gullideckel sozusagen gehen muss. Sind die im Wasser? Was ist... Ja, die sind im Wasser, die müssen rauskommen.
Okay. Interessant. Da sind jetzt manchmal Wassereimer voll und manche nicht. Da wäre es jetzt interessant zu wissen, ob die, die voll sind, ob man, wenn man die sprengt, eher eine Chance hat, was zu bekommen. Na? Aber das weiß man alles nicht. Oder vielleicht sind es dann Eimer, die so ein Bodensplat hinterlassen. Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Alter, das ist... Das ist böse, was die machen. Das ist richtig böse, was die machen. Yo, haben wir schon Herzen irgendwo? Nein, scheiße. Hier Bossraum. Oh Gott! Ich sehe die kleinen Dinge überhaupt nicht immer. Boah. Yo, der dreht sich einfach, wenn ich ihn beschieße oder was? Okay. Eieiei, Itemraum, wo bist du? Hier nicht. Oh nee, nicht schon wieder. Ist da noch irgendwo ein Kleiner? Oh Gott. Alter, man sieht halt nichts, ne? Man sieht diese kleinen Dinger nicht. Das ist schon frech. Gegner irgendwo? Nein. Okay, das sind jetzt Stachelsteine oder was? Da war ein Geist unterm Eimer. Ich glaube, der war nur Deko. Alter, ist das verrückt. Ja, da gehe ich nicht ran. So, wo ist mein Itemraum? Oder vielleicht auch ein cooler Stein. Oh mein Gott! Da oben geht es noch lang. Ah, gleich am Anfang hätten wir den haben können. Okay, das sind jetzt wieder die Eimer werfen. Und die werfen nicht nur Eimer. Junge. Die nehmen alles aus dem Raum und werfen es durch die Gegend. Da ist wieder so ein Geist hier draußen. Kann ich ihn abschießen? Ja, die verschwinden einfach. Okay, die sind einfach Deko. Okay, die sind einfach Deko. Okay. Ha. Ein unbekanntes Item und das hier. Das hier sieht aus wie ein Familiar. Kenne ich den schon? Oder ist der neu? Wenn er neu wäre, würde ich ihn mitnehmen, aber ich... Ja, komm. Das sieht eher aus, als ob ich da nichts falsch machen kann. Jo! Was? Ach, da ist ein Stein in der Mitte, den habe ich nicht... Der kam jetzt aber erst her, oder? Den habe ich gar nicht realisiert vorhin. Der ist jetzt erst aufgedrückt. Alter, wie fies war das denn? Hat er den? Er hat den Stein gespawnt. Spawnt der Steine oder sowas? Und kann dann auch solche Stachelsteine spawnen? Ist das passiert? Habe ich Angst vor dem. Was bist du denn? Nee, der macht sowas. Der spawnt keine Steine. Ich weiß nicht, warum das plötzlich so ein Stein aufgetaucht ist. Nee, der macht einfach so. Ja, scheiß drauf. Neuer Gegner auf jeden Fall. Vielleicht besiegen wir den ja mal. Ja, der ist recht normal. Wie diese anderen Wurmgegner. Aber... Alter! Was? Es ist Wahnsinn. Okay. Ja, das nehmen wir mal. Das nehmen wir auch. Das nehmen wir nicht. Aber Feuer nehmen wir mit. Aber mein schönes Tier ist wieder weg. Das Tier-Sub hätte eigentlich ganz gut laufen können. Ja, ne? Läuft bei uns. Da ist schon der Boss. Ja, was, wo soll ich hin?
Okay. Da geht's nochmal weiter. Alter, die sind so schnell und er ist so langsam. Jetzt macht euch halt weg. Huch, da oben, der lebt ja noch. Was ist denn da passiert? Ich dachte, ich habe den erledigt. Jetzt kommt auch noch eine Fliege raus. Haben wir es jetzt? Gott. Eieiei. Immer noch kein Itemraum. Oder? Lass mich in Ruhe. Ach, jetzt ist es auch noch ein nutzloser Weg. Scheiße. Oh mein Gott, ist das mein Ernst? Yo, was mache ich denn? Ei. Jetzt verzieh dich halt. Ich krieg nicht mal ein Dings zurück. Scheiße. Nichts zum Sprengen hier, ne? Nee. Da muss der Itemraum mit dem Weg. Ja, alles in Ordnung. Ja. Jung. Wir gucken mal, was daraus noch wird hier, aber die Challenge ist ja schon wieder durch jetzt, ne? Oh mein Gott! Ja, toll. Okay, was bist du? Ah. I see. Okay, das Trinket ist neu. Sick. Was immer es macht. Vielleicht finden wir noch raus, was dieses Trinket macht. Vielleicht auch nicht. Alter, dieser Dunkelheitsfluch, ne, der kotzt mich ja an. Ich wusste gar nicht, dass es den... Das ist den... Ist der neu oder nicht? Ich weiß es bisher jetzt noch nicht. Können wir jetzt mal bei einem Itemraum... Okay, okay. Da kriegen wir zwei Itemräume. Das würde ich auf jeden... Nee. Können wir mal wieder bei einem Itemraum starten? Das ist wieder Labyrinth, okay. Okay, nehmen wir. Nehmen wir. Vielleicht nützt es uns ja was. Alter, die Spinne da unten, ne? Mach dich weg, Kollege. Braucht gar nicht erst hier hochkommen. Nein, 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 nein. Oh. Das gibt's doch nicht. Ich kann nicht mehr. Der ist so schwach. Der kriegt einfach nichts auf die Reihe. Der braucht 3 Jahre, bis der so einen kleinen Gegner erledigt. Mann.
Junge, 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 Junge. Dann hat er eine mega geringe Range, also der ist statustechnisch, ich meine, deswegen ist es wahrscheinlich auch die Challenge, ne? Aber der ist statustechnisch, ist der halt echt ziemlich schlecht, solange er nicht einmal gestorben ist. Boah. Lazarus, ey. Das wird nix mit uns. Na, das ist kein guter Raum. Wenn der Grüne mich trifft, war es das. Okay. Ah, der andere auch. Der andere hat auch große Tränen. Also nicht Tränen, aber. Wisst ihr schon. So, kriegt mein Herz hier irgendwo raus? Nein. Cool. Kriegt man einen Itemraum? Oh mein Gott, ja, wir kriegen einen Itemraum, aber diesen Raum werde ich nicht überstehen. Das weiß ich doch jetzt schon. Ich meine, solange sie sich nicht bei mir alle versammeln gleichzeitig, komme ich vielleicht klar. Dann kann ich hier Stück für Stück auseinandernehmen. Aber Junge, 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 Junge. Hör auf, irgendwelche Spinnen zu spawnen. Weg mit dir. Weg mit dir. Nein, weg. Weg. Du auch weg. Du auch weg. Okay. Einer noch, ne? Jo, er noch. Hör auf, irgendwas zu spawnen, Mann, geht durch! Lass dieses Spinnen weg. Nein, okay. Oh, juiuiuiui. Kenn ich nicht. Aha. Es ist ein Space-Bar-Item, was man... Ja, jeden Raum einsetzen kann. Dann setzen wir es doch im nächsten Raum einfach mal ein und gucken, was passiert. Vielleicht ja was Tolles. Vielleicht sterbe ich auch einfach. Oh, das lädt sich sogar wieder auf. Okay, was tut das? Kriegen wir raus, was das tut? Kann das vielleicht irgendwie Schüsse zurückreflektieren? Ja! Okay, interessant. Ich meine, die Challenge ist schon wieder durch, ne? Aber wir lernen neue Items kennen. Kann das auch Gegner reflektieren? Ja, das kann alles reflektieren. Das ist ja krass. Interessant auf jeden Fall. Würde ich gern mal in einem guten One haben. Vor allem, weil man es halt immer wieder einsetzen kann. Also das ist ein interessantes Item. Ist gefährlich hier zu stehen, ich weiß. Aber was soll ich tun? In jeglicher Hinsicht ein interessantes Item. Haben wir eigentlich den Bossraum schon gefunden? Nein, okay. War mir nicht mehr sicher. Energie wäre jetzt halt gut. Energie wäre jetzt halt richtig gut, ne? Also im Prinzip ist es so eine Art kurzer Schild. Ich weiß halt nicht, wie es... Laser wird es wahrscheinlich nicht abhalten, sondern halt nur diese Bullets. Und auch wahrscheinlich nur, wenn die relativ langsam angeflogen kommen. Keine Ahnung.
Aber es lädt sich halt auch schnell wieder auf. Also man kann es eigentlich recht gut und recht oft einsetzen. Kann es mir Gegner eigentlich auch vom Leib halten? Ich will es lieber nicht ausprobieren. So Spinnengegner vor allem. Ach so, Energie bräuchten wir, sagt er. Und er hat eh nur ein Herz. Null. Also mehr als ein halbes kriege ich ja dann auch nicht raus. Oh je. Und damit zum Boss. Na, super. Ja doch, auf Gegner reagiert es auch scheinbar. Oder das ist, weil ich jetzt die Tränen geschossen habe. Das ist natürlich wieder... Ja, das weiß ich jetzt wieder nicht. Jetzt habe ich beides gleichzeitig gemacht. Nein, ich glaube, es reagiert nur auf Schüsse. Also die Spinnen haben jedenfalls nicht wirklich interessiert gewirkt. Holy moly, lass mich in Ruhe. Nee. Aber interessante Item-Idee auf jeden Fall. Jetzt müsst mal hinkommen zu dem blöden Mistviech. So, jetzt mach dich weg. Wie, du spawnst noch irgendwas? Okay. Irgendwo ein blauer Stein, ich sehe nichts. Dann gehen wir halt zum Boss, das wird super lustig. Hurra. Okay. Ja, mit Brimstone komme ich wahrscheinlich nicht... Oh boy! Oh nein! Ja, was hätte ich tun sollen? Ja, scheiße. Ich würde jetzt sagen, Brimstone kann ich bestimmt nicht abwehren, damit ich jetzt aber gerne mal ausprobiert. Wahrscheinlich. Müsste behalten. Okay. Virgo ist nicht verkehrt. Ach so, das ist die Bücherei, ja. Und sagen, da ist eine Schleife drüber, aber das ist ein Buch. Einmal vorsichtig in die Mitte gehen. Okay. Shop besuchen. Einfach nur, weil vielleicht Feuer Geld gibt. Nö. Okay. Und gucken, was hier so liegt. Okay. Das hier könnte man, wenn man noch Geld bekommen würde auf der Ebene, könnte man darüber nachdenken. Aber... To be honest, werden wir das Geld nicht zusammenbekommen. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. Ich glaub's zwar nicht. Aber der Glaube stirbt ja bekanntlich zuletzt. Nee, die Hoffnung. Null. So, da hat sich Virgo ausgelöst. Sobald wir einmal getroffen werden, bekommen wir ein Schild verpasst, was ganz cool ist. Leider muss man dafür einmal getroffen werden. Na! Wait, wo ist mein Schild? Wo ist mein Schild? Hallo? Hallo? Jetzt kommt mein Schild. Das war jetzt ja nicht so gut. Das war jetzt ja schlecht. Haben wir irgendwo ein Herz schon rumliegen? Nö. Wie oft wurde ich jetzt getroffen? Keine Ahnung. Viel zu oft. Scheiße. Oh Gott. So viel Feuer, Viecher. Lass mich in Ruhe. Okay, Karte. Temperance. Nützt mir jetzt nix. Ist da irgendwas Spannendes? Achso, ich kann hier nichts machen. Nein, da wäre sogar was Spannendes. Tja. Ich könnte Glück haben. Kann man mit Temperance auch so einen Automaten, so einen
So eine Kugelautomat. Also, die dieses Wahrsager-Ding spawnen? Nein. Schade. Dann hätte ich nämlich geguckt, ob ich Geld reinschmeiße und Bomben bekomme. Ne? Hat jetzt in dem Fall leider alles nicht funktioniert. Ist nicht mein Ernst. Ich glaube, wir spielen erstmal so ein paar. Also, diese Lazarus-Quest, ich glaube, die lassen wir erstmal. Wir spielen vielleicht erstmal normal. Mit einem Charakter, mit dem ich gut umgehen kann. Würde ich sagen, spielen wir erstmal. Ja, super. Spielen wir erstmal normal die. Die, hier, weißt du schon. Warum haben wir keine, ne? Das ist, ich kann nichts tun. Wait, wieso liegt da jetzt. Ach so, weil da. Hey. Wieso zeigst du mir da Bomben an in dem Raum? Das sind keine Bomben. Ach doch, da. Na, ich kann nichts tun. That's it. Ja, weil vielleicht wäre es schlauer, erstmal so ein bisschen die neuen Sachen zu erforschen und zu gucken. Bevor man jetzt mit Lazarus da loszieht und sowieso ständig versagt. Ne? Schlüssel wäre ganz cool jetzt. Es gibt ja auch noch, das ist ja das Lustige, ne? Es gibt ja auch noch haufenweise Afterbirth Plus Items, die ich theoretisch noch gar nicht kenne. Deswegen könnte es passieren, dass ich ein Item einsammle und es ist von Afterbirth Plus und ich denke so, oh ja, nice, neues Item von Repentance und dann weiß es das gar nicht. Aber ich hoffe jetzt mal, dass diese Hand von Repentance kommt. sonst wird's kritisch. Nice, da ist mein Schlüssel. Kenn ich dich? Keine Ahnung. Lil Monstro. Ja doch, dürft man schon kennen. Macht auf jeden Fall diesen Spuckdings. Ich meine, gut, der Spuckdings dürfte ganz gut Schaden machen eigentlich. Ne? Das sind ja recht viele von den Teilen, die er da losschickt. Wenn er jetzt halt noch treffen würde. Nachher wäre das ziemlich insane. Ja, scheiß drauf. Dann halt kein gutes Item. Beziehungsweise keine gute Pille. Okay. Zwei Bomben. Haben wir schon irgendwelche Steine gesehen bisher? Ich glaube nicht. Ich sehe hier auch keine. In der anderen Ebene hatten wir Steine. Okay, wenn ich jetzt super gewagt bin, könnte ich da durch die Mitte gehen. Also gute Leute würden hier durch die Mitte gehen. Und diese Karte mitnehmen. Ihr kennt mich. Ich schaff das nicht. Ich hab's geschafft. Judgment, okay. Na, gucken wir mal, das einsetzen. Jetzt gerade erscheint es mir nicht so sinnvoll. Meistens wird's ja ein Münzenbettler und der. Wäre jetzt ein bisschen unangebracht hier. Aber Lil Monstro mag ich. Ich glaube aber, den gab es schon. Ich glaube jetzt nicht, dass der neu ist. Weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, egal ob neu oder nicht, es ist ein
jemand, den ich jetzt nicht so oft dabei hatte bisher. Somit wirkt er auf mich neu. Selbst wenn das nicht ist. Die schießen auch wieder in alle Richtungen. Ey, kann er da drüber schießen? Das macht vieles anders. Oh, der kann da. Der kann ja was. Das ist ja sehr praktisch, was du machst, Monstro. Leider sind wir halt schon in der Phase, wo ich die Challenge nicht mehr schaffen kann. Aber wir können noch weiterspielen, also. Wir sind hier noch... Der Monstro könnte schon ganz gut hier... Ach, mein Gott, ey. Ja, da mir halt der Skill noch fehlt für alles, kommen wir natürlich nicht weit, aber egal. Yo! Der macht böse Damage. Voll gut. Okay, definitiv. Definitiv. Ein Item, was man mitnehmen sollte, wenn man es mal wieder erkennt. Okay, das ist, kenne ich auch nicht. Was, ich weiß nicht, was das ist. Wir gehen rein. Tier ist ab, okay. Cool. Ein Satanräumchen. Mit ganz viel komischen Dingen. Einem Guppy-Herz und... Hä, was ist das in der Mitte? Ach, das ist dieses Schattending. Und jetzt weiß ich leider nicht, was das ist. Ist das das Ouija-Board? Hat das dafür gesorgt, dass meine Tränen so spektral werden? Aber ich habe nur ein rotes Herz. Ich werde jetzt hier nichts opfern. Für das Zeug opfere ich nichts. Sorry. Opfere ich meinen Schlüssel? Ja, weil ich... Allein schon, weil ich neugierig bin auf diesen Raum hier. Hm. Hm. Also der ist meistens ist der ziemlich useless, der Raum, dafür, dass man da einen Schlüssel opfert. Aber vielleicht, wie gesagt, muss man das machen. Weil wenn man das immer macht, vielleicht ist dann der Weg am Ende anders. Wahrscheinlich ist es sowas. Also ich glaube, ich sollte es nur machen, wenn ich jedes Mal einen Schlüssel übrig habe. Ich hasse diese Dinger um mich rum. Das ist so böse, denen auszuweichen, weil die hören halt auch nicht auf zu schießen, ne? Also das ist... Diese neue Wasserebene da, die ist grausam. Die ist richtig grausam. So, hier könnte ich jetzt aber mal sprengen und hoffen, dass mir das blaue Feuer was bringt. Und dann sprengen wir hier. Schade. Jo, ich seh die. Boah, ich hasse die. Ich sehe die am Boden überhaupt nicht. Gott, wie oft ich in die noch reinrennen werde, will ich gar nicht wissen. Was ist das? Das ist weißes Feuer. Das kenne ich nicht. Das werden wir sprengen, alleine weil ich es nicht kenne. Was kannst du? Ach so. Das ist scheinbar komplett unverwundbar. Also das lässt sich auch nicht sprengen. Okay, das ist das erste Feuer, was sich nicht sprengen lässt. Ja gut, dann... Ich hab's versucht auszuweichen. Ich hab's versucht. In dem engen Gang unmöglich. Ah, ausreden kann ich. Alter. Das ist ja insane. Nee. Wir machen nächste Runde, nächsten Part mal was Normales. Kein Lazarus ran. Kein Lazarus ran. Ich will mal ein bisschen was von diesem neuen, von dieser neuen Sache sehen. Wir versuchen mal nach jedem Boss diese Gulli-Deckelräume zu bekommen. Das heißt, ich brauche immer einen Schlüssel zusätzlich. Wenn ich nicht den Schlüssel zusätzlich habe, kann ich es knicken. Und ich muss es von Anfang an machen. Ich vermute, dass das irgendwas ist. Und nicht einfach nur ein Zusatzraum. Ich vermute, dass das irgendwas Spezielles hat. Aber wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.